Hallo, herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal Erklärungsnot. Heute sind wir mal fernöstlich unterwegs im Japanese Rail Sim Journey to Kyoto. Demo. Kyoto. Ja, unsere beiden Wenigkeiten, der Holodin, meine Wenigkeit. Klungerdrache, grüßt euch. Ich sitze nur hinten vor mit. Endlich wieder mal, es ist soweit. Wir haben uns zusammengefunden, ein paar Let's Tests aufzunehmen. Das ist ja in der letzten Zeit ein bisschen auf dem Kanal zu wenig gekommen. Ja, haben aber auch genug zu tun mit Koki. Aber wir haben aber auch noch was Zeug, aber wir haben auch mal Bock. Und jetzt ist ja wieder so ein Festival auf Steam. Da gibt es wieder zig Demos und Trials und ach, da haben wir das gesehen. Und wer uns vielleicht schon ein bisschen länger kennt, der weiß, wir sind also generell totale Fans der japanischen Kultur. Deswegen gucken wir uns das einfach mal an. Ich habe noch... Deshalb fahren wir jetzt einfach Zug durch die Gegend. Zug durch Kyoto. Kyoto. Wir haben keine Ahnung. Du schon nicht. Each time you stop at a station in this mode, your arrival time and stopping position are well with one ratings. Okay. Warum ich halt jetzt echt, wie das abläuft. Also fährst du jetzt selber. Mode, drive your favorites. Ja, du fährst das Teil. Wir machen den... Schade. Das geht ja nicht. Das wäre schade. Schade, die da musst du kurven, das Ding. Okay, wo wollen wir denn? Ach, es gibt da nur eins. Die Kurama-Linie. Klar. Sonnig. Drive. Der 900-Serie. Mate. Red Colored Body. Also ein roter Zug. Geil. Da haben sie mich schon. Oh, schöne Berge sind zu sehen. Sehr geil. Oh, da bin ich. Ich sehe, das ist abgelaufen. Ich habe auch keine Ahnung, wie das ist. Aber es ist, also ich finde es mega geil. Wie gesagt, ich liebe ja Japan an sich. Also ich finde es einfach mega geil. Da ist eine ganze Kacke ab, oder? Echt? Kannst du hier Ishininose, Kurama. Ishinote. Sehr gut. Der Montana ist auch dabei. Ja. Moto Tanaka. Wir fangen an bei Demachi Yanagi. Und gucken einfach mal, wie das sich ab... Wir haben, wie gesagt, noch gar nicht reingeguckt. Wir wissen nichts. Wir sind genauso wie ihr. So sieht's aus. Geil. Unwissend. Cool. Und schauen wir mal. Alter. Ach du Scheiße. Welcome to the driver's seat at Eastern Railway. Before you start, let's check the operation settings. You can always change them later. Das glaube ich wohl eher nicht, dass die change. So, das ist natürlich schon wieder sehr gut. Also, full brakes, also die Handbremse. Mit X kann man sie wieder releasen. Okay. Brakes. Connected the right stick. Okay, also mit dem rechten Stick. Master Control. Electric Brake. Das ist auf jeden Fall interessant. Max Speed, Slowdown, Speed Up. Boah, das wird interessant, Leute. Es wird einfach nur traurig. Das kann ich euch sagen. Aber es ist okay. Releasing the stick will also return the master control. Und hier muss ich nicht gedrückt halten, oder was? Aha. Okay. Alles klar. Was ist Bremse? The doors are open. Wait for the doors to close. Too early for the port. Keep the brakes. Keep the brakes for X. Nee, bin Tracing. Oder? Mach mal Tracing. Start driving. Okay. Release the brakes. It's time for depart. Dann muss das mal dangerous schließen dafür. Warte mal. Dangerous driving. Was? Ja, du hast die Türen offen. Ganz links, da gelbe Pimpus. Ja. Kommst du da irgendwo rüber mit Jesse? Und Steuerkreuz? Okay. Also zum Auf. Ah, Lade. Ha. Ist es Bremsen? Ja, hab schon gesagt. Und links ist Ladder. Don't stop here, use the master control to start driving. Achso. Ja, schön schnell im zweiten Gang angefahren, das geht doch wieder. Das ist auch ganz schön. Ja, da ist halt. Ist ja geil, du nicht so schnell. Leg mal los, ja. Nicht so schnell. Slowdown. Oh ja, hast ja drei Blitze hast du schon. Du musst langsamer fahren. Ich will einen Slowdown. Oh! Hey, moin, Kollege. Grüße.
Wir sehen uns dann beim Kaffee trinken. Achso, jetzt muss ich aber hochziehen. Okay, ich soll 45 gehen. Ja, na dann. 45. Ja, 45, ich geh mal los hier. Mach das Telefon, stell mal nicht mit so. Sehr geil. Okay, dann musst du drehen. Ein bisschen in den Herrn musst du gehen. Ja, ne, ja, langweilig sonst. The Drain will cancel if you run out of time. Ja, es tut mir leid. Liebe Passagiere, ich fahr das erste Mal. Mehr Speed. Ja, jetzt muss er eine Lade machen, ja. Jetzt muss er 50. Die wollen pünktlich zum Nudelessen. Na dann, ja. China Laden hat nicht ewig auf. Hat aber ganz geil gemacht, die Umgebung, oder? Krass gemacht. Nee. Das hat nur so ein Zugfahrer alles zu tun, Leute. Das kann man euch mal angucken hier. Da sind auch tausend Knöpfe, die wir nicht drücken können. Wir können jetzt noch rausgehen, bremsen, aber so sieht es da aus. Moment, okay, ich muss aber. Okay, ich muss bremsen. Mein Onkel war Zugführer, also du hast schon. Muss bremsen! Bremst doch, Junge, bremst doch! Oh! Bahnhof verfehlt, du. Gestern musst du mehr an der Fahrt rausspringen. Ja! Overrun. Ja, gut, das erste Mal kommen. Was soll's? Müsst halt mal ein Stück lauter. Also, ja, ja. Wait for the doors to close. Na gut, mach mal. Ah, die machen automatisch zu. Okay, weil vorne irgendwas dort stand. Ich dachte, du musst aber closen. Das ist der Brake, der Handbremse, Master Control. Okay, nach links ist das. Okay, das je nachdem sind die Gänge. Alles klar. Okay. Weißt du jetzt Bescheid? Können wir jetzt mal bitte an der scheiß Haltestelle anhalten? Nicht ja, das wird sich schwer. Mann, ey, wenn wir Geld wieder haben. Ich würde überlegen, mit 50 dort lang zu pacen und dann runter zu bremsen. Das ist ganz schön. Ja, man muss vorher bremsen. Du hast ja dort eine Anzeige. Ist schon ganz gut gemacht. Mit 9 Euro Ticket, Leute, kann man doch auch anfahren, ne? Wird dort nicht zählen, ist klar. Aber ja, okay. Ist nur EU-weit. Aber theoretisch, vielleicht gibt es in Japan ja auch. Für alle, die es interessiert, es wird es bald ein 1 Euro Ticket in Deutschland geben. So. Sehr interessant für alle Pendler, bezahlst du 1 Euro pro Tag. Nein. Auf das muss man mal erwähnen als gut studierter Zugfahrer. Ja. Erster Gang, das sind voll in der Linie, 20, passt. Das geht runter. Ich habe ja dort eine Anzeige. Ich finde es mega geil gemacht, Leute. Also ich bin so sagen jetzt über die Sims. Aber die Umgebung finde ich an sich geil. Stimmt, die Sims spiele ich meistens. Wenn du da durch solche Städte fahren kannst, dann hast du, sag ich mal, wirklich so auch Kirschblütenwässer, also so richtig typisch japanische Sachen durch Tempelruinen oder sowas, die bis halt links und rechts. Ja, okay. Das muss man halt wissen, wo die Bahn schien lang gehen, ne? Ja. Steht ja dort, aber ich kenne mich da ja nicht aus. Glaube ich immer, das war hauptsächlich sowas sein, ja. Städte. Okay, wir sind im Limit. Sieht ganz gut aus. Sind schon mal besser gestartet als beim letzten Mal. Definitiv. Sind auf einem guten Weg. Hier kann man schon mal ein paar Berge. Hm? Ach, das ist ja, schon mal bewerben hier beim Zugführer. Das ist ja geil. Du verstehst nichts, was da steht, aber... Das ist richtig. Kannst du sagen, hast du in diesem Auto gespielt? Jo, Baby, okay. Ich hab... Muss was geben. You're too slow. Hau mal halt einen Gang rein. Was ist denn das hier da? Bin hoch, das Ding ja. Das geht ja ganz schnell über 40, das ist das Problem. Ja, das hier, der Autosimulation ist da ein Scheiß dagegen, ne? Also sie alles so rumfahren muss. Ja. So, okay. Fangen wir schon mal an runter zu drehen. Das ist auch noch was vielleicht einzuschätzen. Naja. Ist das zu flüchtig? Nee, das zählt nicht, okay. Okay, muss ich. Na, wo war jetzt? So. Let's go! Jetzt sind wir X. Noch 8. Ja. Vor dem halben Stück rein. Aber mal ganz vermorden. Na, die Fahrgäste waren denken, Alter, was ist das für ein Idiot? Wir waren das zum ersten Mal. Na, da bist du ja auf deinem Bildschirm links die Linie. Ah, ich sehe es. Da ist noch still, ja? Genau dorthin. Ach, da unten hin, musst du ja.
wo man mit ihrem Wagen nicht so weit laufen muss. Naja, werde ich 5 Meter davor anhalten. Ja. Okay. War schon mal nicht so. Okay, wir waren im Bereich. Wir haben es geschafft. So, Medaillen können gesammelt werden. Höhere Ranks. Ja, das ist halt dann für die Hardcore-Kollegen. Try again gibt's nicht. Also Continue gibt's nicht. Ja. Gibt's noch eine andere Station? Nee. Schade. Okay. Das ist schade. Ich hätte jetzt gern mal so irgendwie noch so durch so einen Wald und, ah, und Wiesen. Das sieht ganz gut aus, ja. Ja, so irgendwo so durch den Busch. Geil. Durch die Berge. Naja, aber die haben sich gedacht, bevor wir hier noch mehr Passagiere verlieren, vielleicht schaltest du aber was frei, wenn du einen höheren Rang hast. Weiß ich ja nicht. Auch möglich. Wenn du das Ding auf Ohr klopfst. Kann alles sein, meine lieben Freunde. Was soll man dazu sagen? Ich persönlich wollte es einfach mal antesten. Ich konnte mir so richtig nichts drunter vorstellen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht mehr gedacht, auf die Fotos sieht es ja relativ gut aus, aber das ist ja im Spiel dann immer so ein Ding. Ich finde jetzt auch im Spiel, dass so die Umgebung ganz gut gemacht ist. Also, hätte ich jetzt nicht mal erwartet. Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde halt ein bisschen... Ich bin nicht Straßenbahn gefahren, wie gesagt, mein Onkel war welcher. Ich habe da jetzt nicht so viel... Läuft ja eigentlich über Computer. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass du mehr machen kannst, ne? Nicht nur rausgehen, bremsen. Das ist ein bisschen. Na gut, wahrscheinlich, vielleicht ist es da dann mehr, ne? Also Türen mit öffnen, Türen auf, Tür zu. Da wirst du auch schnell überfordert dann, aber. Ich wollte gerade sagen. Aber ich hätte jetzt so gedacht, naja, kannst du bestimmt hast du den einen oder anderen Knopf drücken. Aber gut, okay, aber es ist okay. Das ist nicht schlecht. Das spielt sich anscheinend auch nicht ganz so einfach. Muss erst mal ein bisschen reinkommen, wie immer eigentlich. Ne? Gefühlssache auf jeden Fall. Tja, was soll man sagen, meine lieben Freunde? Wenn ihr euch auch mal durch das entfernte Japan ein bisschen durchdüsen wollt, dann guckt euch einfach mal an. Vielleicht ist es ja was für euch. Vielleicht seid ihr ja auch Liebhaber dieser Simulationssachen. Da gibt es ja wirklich eine große Fanbase von den ganzen Sachen. Vielleicht gefällt es euch ja. Wenn ja, schreibt es uns mal rein. Würde mich mal interessieren, wie viele Leute sich dafür interessieren. Wie viele Leute von euch vielleicht auch Japan geil sind. Das ist natürlich auch immer die Frage. Ne? Es gibt ja viele Leute, die sind eher so westlich gerichtet und Urlaub machen sie lieber westlich. Bei mir wäre es lieber südlich-östlich. Aber wie sei jeden anders, schreibt es einfach mal rein, würde mich interessieren. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da, wenn wir auch sowas weiterhin für euch vielleicht mal testen sollen. Tja, von mir wär's das. Bis zum nächsten Video. Ciao. Entschuldigung, bis zum nächsten Mal. Tschüss.